Ja, ich lasse ihn ja immer brav ausreden. Na, also so viel Anstand habe ich schon, auch wenn ich kein Sau versteht, aber ich lasse ihn trotzdem ausreden. Servus, sagt der DJ Nick. Schön, dass du wieder mit dabei seid. Ja, Kontraband, Police, ja, zweiter Tag nach der Ausbildung sozusagen. Und jetzt müssen wir mal schauen, es gibt noch was Neues. Ah, Moment einmal. Okay, Irokesenschnitt, gelbes Fahrzeug, potenzielle Zulassung. Es gibt was Neues, nämlich jetzt diese Geschichte, wir lassen gleich rein, diese Geschichte mit den Fahrzeugschäden. Mal schauen. Okay. Da müsste jetzt eigentlich. Okay, du bist definitiv kein Irokese, das habe ich schon gesehen. Servus. Dokumente erst einmal. Na, handeln wir jetzt nicht, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Meister. Wir wollen erst einmal Kohle machen. So. Kasimov. Algirdas, Nummer stimmt, Halte stimmt auch. Kennzeichen, HMA, 63 Kalkur, stimmt auch. Okay. Ja, da haben wir es doch schon mal. Also, zack, es fehlt ein Außenspiegel. Fehlender Spiegel. So, also machen wir hier auch gleich mal. Ne, da machen wir noch nichts. Das stimmt eigentlich soweit. Da fehlt auch ein Außenspiegel. Da ist ein Reifen kaputt. So, dann. Alles klar, alles raus. Wir müssen alles untersuchen, ist ja logisch. Wenn man nicht reinfahren kann ins Auto, muss alles raus. So, Taschenlampe. Zeit ist Geld, meine Freunde. Auch wenn man es. Muss man immer schauen. Trotzdem nicht hudeln, weil sonst macht man Fehler. Also. Nehmen wir gleich mal auf. So, passt. Mal da. Zwei besser. Wieso fahren die eigentlich radioaktives Material durch die Gegend, wie als wenn es Gulaschsuppen war? Haben die eigentlich, spinnen die eigentlich ein bisschen? Geht das ja so einfach? Das ist ja. Trilette, Locus. Madonna. Okay. Schaut alles ganz koscher aus. Dann haben wir Simon radioaktives Material, Gasherd, Düngemittel, 8, hier 7, stimmt also nicht. Eine Toilette, drei Käsekisten. Moment. Habe ich nicht aufgenommen. Drei Käsekisten. Ein Schlangensymbol habe ich jetzt nirgends gesehen. Nein. Und das ist mittlerweile so auffällig. Haben wir nochmal. Und drei Käsekisten. Also, stimmt nicht. Frachtbrief stimmt nicht ein Düngemittel zu viel. Alles klar. Frachtbrief wird gleich mal angemerkelt. So, sonst irgendwas. Und jetzt probiere ich das einmal aus. Wie ist denn das jetzt, wenn ich ihn jetzt ablehne, wird dann die Fracht automatisch. Moment einmal, wir sind noch nicht ganz fertig, mein Freund. So ganz traue ich dir noch nicht. Okay, aber auch kein Schlangensymbol. Da kommt man, schaut mein Motor rein, da ist auch nichts drin. Okay, ich denke, das war's schon. Also, er wird natürlich nicht festgenommen, weil er schmuggelt ja nichts, aber er wird halt abgehoben. Der Frachtbrief stimmt nicht und ein paar Sachen sind kaputt. Autoscheibe zerbrochen. Echt? Na, habe ich das jetzt angekreuzelt? Eine Autoscheibe zerbrochen, sehe ich aber nicht. Nö. Fehlt eigentlich nur der Außenspiegel. Mehr habe ich. Moment. Ah, Moment einmal. Reifen. Kaputter. Ach so, ich hab wahrscheinlich, bin nur verrutscht in der Zeile. Ein kaputter Reifen. Genau. Okay, probieren wir es. Also, mein Freund, das war's schon. Zurück zum Fahrzeug. Ich weiß jetzt nicht, Maxi, ich lasse dich jetzt trotzdem einladen. Ich glaube, das müssen wir machen, oder? Wahrscheinlich würde dann so ein Lade erst ein ABC probieren können. So, Kontrolle ist beendet. Ciao, nix ist. Ich mache einen Fehler. Ja, pass mal auf, mein Freund. Der Fehler ist es, mich blöd anzuquatschen. So, und jetzt? Haben wir alles vermerkt? Ja, wunderbar. Sehr gut. Na also, es geht doch. Ah,
Hatte die Tür aber gleich wieder zugemacht. Gelbes Auto haben wir nicht, VYB haben wir auch nicht. Okay. So, Papier. Nein. Ach so, oh ja, gut. Puh. Ich drückte mal auf den falschen Knopf. Mann. Alter, hast du einen greiseligen Pulli an. Ich lasse immer ganz gern die Leute aussteigen. Ist ja wurscht. Kann ja machen, wie ich will. So, Anisarian, passt, passt, passt. Nicht abgelaufen. Ausweisnummer stimmt. Kennzeichen stimmt auch. Gewicht kurz. Stimmt auch. Kennzeichen, oder? Stimmt auch, oder? Habe ich schon aus dem Augenwinkel gesehen. Aha, er hat Düngemittel und fünfmal Gepäck. Na denn, raus mit dem Zeug. Achso, müssen wir das machen? Ja. Hast du das hinten im Kofferraum? Okay, also da stimmt ja schon jetzt die Anzahl nicht. Habe jetzt sieht der Blinder mit dem Krückstock, hat das gleich gemerkt. Und. Jetzt. Deswegen hat die Anzahl nicht gestimmt. Okay, sehe ich so nichts. Sorry Leute, ich hoffe, es wird euch nicht schlecht. Ich weiß, das ist immer ein bisschen blöd mit der schnellen Maus, aber wir müssen ja vorwärts kommen. Schaut okay aus. Also Fracht. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und zweimal Düngemittel. Die können wir nicht aufmachen, die können wir aufmachen. Ist aber nichts drin. Taschenlampe sagt auch nichts an. Okay. Fünf Gepäck, zwei Düngemittel, stimmt. Das stimmt da aus. Foto stimmt auch. Na, das schaut nur so aus. Alles dran. Schauen wir mal ganz kurz. Kontrollbericht. Reifen, Autoscheiben, Scheinwerfer, fehlende Spiegel, fehlende schon defekte Karosserie. Kann ich alles nicht erkennen. Kann ich alles nicht erkennen. Steig du mal wieder ein, Meister. Außenspiegel sind dran. Ja, sowas. Kann ich irgendwie nichts erkennen. Dann. Zafit. Ja, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, stimmt auch. Ja, gut. Also, mein Freund, dann muss ich tatsächlich zugeben. Du musst die Fracht wieder ins Fahrzeug laden. Siehst du es? Genau das habe ich gemeint. Alles klar. Also es geht ohne gar nicht. Haben wir es jetzt doch einmal rausgefunden. Okay, mein Lieber, dann kannst du. Ich habe jetzt echt nichts entdeckt. Kontrolle ist beendet. Kurzer flüchtiger Blick nochmal. Nö, es war eigentlich alles in Ordnung, oder? Na denn? Bin ja gespannt jetzt. Gott, das ist immer aufregend. Meine Güte, das ist aufregend. Jawohl, sehr gut. Na, alles, was läuft doch. Nur kurz Irokese, gelb. YV haben wir nicht. Irokesen haben wir auch keinen. Gelb nicht. Karosserie ist schon mal kaputt. Evsej Romanovic. Stimmt, stimmt. Nein, ich bin jetzt nicht am Handel interessiert. Da beim Auto muss ich immer nachschauen. Nein, wo bin ich denn jetzt? Auto, wie war das? Varilla 4x4. Ist das der? Das ist der. Also er hat auf alle Fälle schon mal eine kaputte Karosserie. Ja, darf ich ihn jetzt, muss ich ihn jetzt abweisen? Und er hat eine zersprungene Glasscheibe.
Zweimal, oder muss man das dann als zweimal machen, oder? Zweimal. Okay. Ja, jetzt bin ich, ohne Schmarrn, jetzt bin ich gerade unsicher. Weise ich ihn jetzt ab, weil er eben ja im Grunde nichts anderes falsch hat, außer das kaputte Auto. Ich meine, er ist ja, nee, ich darf ihn ja eigentlich gar nicht abweisen, oder? Weil er ist ja Akaristan. Wo steht denn das? Technische Kontrolle. Ja, das steht aber jetzt nirgends. Jetzt weiß ich das nicht. Das hat er bestimmt schon mal gesagt, aber jetzt weiß ich das leider nicht mehr. Kennen von Werkzeuge sind sonstige technische Kontrollen. Naja, gut, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Können in einem schlechten Zustand ankommen, vermerke die genaue Anzahl gefunden, Mängel auf dem Kontrollen eine Zusicherung. Ja, bei schlechtem Zustand ist kein Grund für die Verweigerung der Einreise. Alles klar, das wollten wir wissen. Schauen wir noch ganz kurz nach dem Kennzeichen. Habe ich das schon? Wam, jawohl, okay. Also, wir haben ihn vermerkt, aber er darf einreisen. Oh, Moment einmal. Dann noch ein zersprungenes Fenster. Alles klar. Es gibt einfach nur Geld. Verstehe. Okay. Gut. Aber sonst haben wir ja nichts gefunden. Also, Gott, echt überlegen, wenn er irgendwas falsch macht. Nee, sonst hat ja alles gestimmt. Also, aber wir haben. Ja, war eigentlich. Also, komischerweise liegt es jetzt fast auf der Hand. Ne? Also, der erste war so, der zweite war so, der dritte war jetzt die letzte Möglichkeit. Jawohl, alles klar, sehr gut. Na, wird doch besser. Ich und mein Kurzzeitgedächtnis, aber trotzdem. Oh, da habe ich ihn schon gesehen. Hab ihn schon gesehen. Schmuggler, VYB, da ist er. Da ist er. Servus. Ach, steig doch mal aus, ne? Steig doch mal aus, was haben wir denn da? Lauf mir das einmal aus. Geh vorsichtig damit um, sagt der ja, hey, Spezi, pass mal auf, ja. Ein Benzinfass? Drin. Können wir das aufmachen? Das ist mir nicht. Aha. Aha. Wie machen wir das auf? Ich glaube, das sagt er uns, oder? Würde ich jetzt mal den hier nehmen. Aha. Falschgeld. Jede Menge Falschgeld. Gott. Ja, Alter, ist ja klar. Jetzt wirst du natürlich quilzt bis unter die Haut. Das ist aber völlig logisch. Kann ich kaum glauben, dass du nur in dem Fass Falschgeld hast. Aber es sieht ganz so aus. Und dann ist die Frage, interessieren uns irgendwelche Fahrzeugmängel bestimmt nicht, oder? Nein, bestimmt nicht. Okay, gar nicht lang rumtun. Zack, zack. Oh Mist. Okay. Nee, wir bestellen keinen Transport, wir fahren selber. Steht noch jemand da? Nein, sehr gut. Ja, die Arbeitszeit ist vorbei, das passt ja wunderbar. Das wird jetzt bestimmt irgendwie cool, das ist ja bis jetzt ist gut gelaufen, aber jetzt ist halt die Frage, Moment einmal. Kann länger dauern, als auf eigene Fahrverfolgung, wichtig zu fassen, die Jungs müssen hier runter.
Das machen wir jetzt trotzdem. Klar, wann denn, wenn nicht jetzt, wann dann? Oh, das gibt bestimmt Action. Das weiß ich jetzt schon. Ich habe das voll im Urin. Entschuldigung, die Damen. Ach du meine Güte. Ich habe das voll, voll. Und dann könnte man ja eigentlich auch oben noch vorbeifahren und das alles schon mal wegbringen. Müsste man ja fast. Ich kenne Zigaretten, das bräuchte ich jetzt noch. Okay. Und dann müssen wir uns schicken, weil es schon ganz schön dunkel wird. Nari haben wir im Notfall dabei, oder? Auf geht's. Gibt euch Geld. Hier war das rechts rum. Verlassen, wenn du durch die Welt von Arkaristan reist, musst du dich vor den feindlichen Einheiten. Ja, das wussten wir schon. Der Bande, sie werden versuchen, ihre Kameraden zu befreien oder beschlagnahmt die Ware zurückzuholen. Wenn du ihnen begegnest, kannst du versuchen, ihnen zu entkommen oder gegen sie kämpfen, um eine zusätzliche Belohnung zu erhalten. Naja, also mit meiner einen kleinen Pistole würde ich jetzt eher nicht sagen, dass ich die bekämpfe, sondern ich würde sagen, im ersten Moment haue ich erst einmal ab, oder? Wo man mir jetzt davon ausgekommen, dass die jetzt dann irgendwann anrufen, oder? Hotel Karat ist ja geil. Lauf weg oder nimm. Ja, da sind sie ja schon. Ne, wir laufen eher weg. Versuchen richtig gut zu fahren. Nein! Mist! Wo ist denn der blöde? Alles klar. Wo ist denn der? So ein Mist! Wo ist die Wege noch nicht auswendig? Also, es ist ziemlich weit an den alten Ruinen noch vorbei. Aber es hat sich schon wieder erledigt, oder? Ja, na, gegen 4 Leute jetzt mit einer einfachen Pistole, das wird jetzt irgendwie nicht. Machen wir das nächste Mal. Oder ja gut. Ich denke mal nicht, dass da jetzt eine Schnellreise gegangen wäre, oder? Schön, 400 fette Dollar. Okay. Und jetzt, wenn ich jetzt Schnellreise mache, da müssen wir die. Hier gibst du die Schmuggelware. Schnellreise. Ja. Okay, das dauert wirklich lang. Kurze Fix. Aber wir sind mit dem Auto da. Ja gut, das wusste ich jetzt nicht. Haben die, boah, die haben wir vor der Scheibe zerschossen. Diese Schweine im Weltall. Bin ich jetzt gefahren. Bin ich jetzt gefahren. Nix, keine Kommentare, ich schwör's euch. Gibt's nichts zum Reden. War voll gut. Was? Wieso? Was mache ich falsch? Ach Mann, bin ja ein Depp. Ich hab das Zeug aus Versehen ins Ding geladen, gell? Nein! Macht nichts. Nicht so schlimm. Ich bin also ein Depp. Ja, wir fahren jetzt hier hin. Das ist ja eigentlich wurscht, weil man. Bis jetzt brauchen wir ja eigentlich dieses Vergleichsding da nicht, oder? Mann. Das muss ich jetzt wissen. Ja, ich habe es ins falsche Ding. Nein, ich habe nicht alles geschafft. Ich habe die Schmuggelware nicht zurückgegeben. Es gibt ja auch Geld. Oh Mann, ich habe es genau verkehrt rumgeladen. Aufpassen, das nächste Mal. Okay, machen wir es jetzt.
1:38 Uhr. Es wird natürlich, bis wir da jetzt zurück sind, wird es wahrscheinlich wahnsinnig spät. Und jetzt weiß ich auch nicht. Ja, wir sind immer mit dem Polizeiauto da, oder? Mann, 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 noch so viele Fragen. Also es ist noch. Ich gebe mir größte Mühe. Jawohl, wir sind auch mit dem Auto da. Okay. Ich mal, Leute, wir müssen ins Bett. Sonst können wir am nächsten Morgen keine. Ja, und es gibt halt nochmal dicke Kohle, ne? Also das ist natürlich schon wichtig. Nein. Und jetzt ist halt die Frage, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach selber. Das Auto müssen wir auch reparieren lassen. Das machen wir jetzt auch noch. Ich denke, unsere Jungs sind 24 Stunden am Start, oder? Das ist rechts. Also es ist. Ja, ich wollte es immer mit viel Gaudi machen, aber das ist mit der Gaudi gar nicht so einfach, wenn man so konzentriert arbeiten muss. Das ist wirklich anspruchsvoll. Naja, also, ja doch. Kann man das Wort nennen? Ja. Also es ist nicht ganz so einfach und ich bin eigentlich insgesamt schon recht begeistert. Ich habe mir wirklich nicht so viel erwartet. Ich glaube, ich habe es bei der letzten Ausgabe schon gesagt. Bin also wirklich angenehm überrascht. Da haben sie sich echt ein bisschen Mühe gegeben. Wenn es jetzt dann, wird es wahrscheinlich auch irgendwann nochmal noch zu Schießereien kommen. Also das nächste Mal werden wir mal schauen. 1000, fast 1200 haben wir. Cool. Und dann sind wir auch schon da. Und dann waren wir jetzt, glaube ich, schneller, als wenn wir es schnell machen. So, jetzt fahren wir mal hierher. Ah. Mach's lieber aus. Sag mal, du warst Reppi. Reppi von Reparieren. Kann man sich merken. Repariere. Also VZ, repariere $50. Okay, das machen wir jetzt. Macht er das gleich? Das macht er gleich. Und die Scheiben sind wieder repariert. Sehr schön. Nein, dann? Also, klappt doch ganz gut. Ja, das hoffe ich auch, dass ich alles geschafft habe. Meine Nerven habe ich auf alle Fälle geschafft. Das darfst du aber glauben. Und jetzt hauen wir uns aber gleich hin. Und wir haben, wie lange haben wir jetzt? Ja, 23 Minuten. Ja, dann hätte ich gesagt, lassen wir es für diesmal. Es war eine kurze Folge. Und dann haben wir uns das nächste Mal, in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Tag Nummer 3. Ich weiß jetzt nicht, ob noch was kommt. Also, man kann ja nochmal, tun wir mal unsere Mappe nochmal raus. Mal die Karte weg. Achso, jetzt können wir nicht nachschauen. Wir können, jetzt haben wir mal 2 Minuten Zeit, dass wir hier mal wirklich nochmal nachschauen. Erkundung, ob Charles geht. Ja, das hat er am Anfang so gesagt. Mikros. Ach so, alles glaube ich, was man macht er noch? Ja, er macht überall ein Ausrufezeichen, was wir noch nicht gesehen haben. Dokumentenprüfung, ja, haben wir ja mittlerweile mitgekriegt. Vor- und Nachname, das wissen wir jetzt mittlerweile auch alles. Passnummer, Foto, Brafbrief, Kennzeichen, macht alles Sinn. Fahrzeugtyp, die sollten wir irgendwann einmal auswendig wissen. Fahrzeuggewicht macht auch Sinn. Stempel und Dokumenthintergrund. Wahrheit zu wenig, muss man besser aufpassen. Kennen von Schmuggelware. Genau, das wissen wir auch. Und ist halt mit diesem Schlangensymbol. Entschuldigung. Werkzeuge haben wir jede Menge. Schaufeln werden verwendet, um lose Ladungen zu durchführen. Gabeln kannst du Heu durchsuchen. Okay. Ja, Werkzeuge nutzen sich ab, die müssen wir dann neu kaufen. Auch klar. Das sind dann die ganzen. Verstecke, das wüsste man auch mittlerweile. Besser, haben wir gerade vorher uns gefunden. Säcke. Im Klo. Und das im Motorraum wissen wir auch, technische Kontrolle. Genau, das war das zweite. Das ist jetzt dazu gekommen. Scheinwerfer. Fehlender Spiegel. Ja, auf beiden Seiten. Ja, hier ist zum Beispiel, er zeigt hier die rechte Seite an. Also muss auf beiden Seiten einer sein. Reifen. Dann die Länder. Schauen wir zu wenig an. Und die Autos.
Mikro 26D, Zavid, das muss man sich eigentlich alles irgendwie merken. Den 4x4, den kann ich mir merken, weil der schaut aus wie der Lada. Ja, ich denke, man macht es ein bisschen und dann weiß man schon. Dann die LKWs. Eine Sammlung von geheimen KGP-Akten wurden aus der zentralen Polizeibibliothek gestohlen. Wir konnten das meiste davon bergen, aber 14 fehlen noch. Wir vermuten, dass sie irgendwo in der Gegend von Karikatka sind. Hilf uns, sie zu finden. Sie dürfen nicht in die falschen Hände. Ach, die liegen irgendwo rum, oder wie? Okay. In den letzten Jahren hat der Anführer einer Schmugglerbande, Boris Oberankow, ein ordentliches Vermögen angelegt. Es gibt Gerüchte, dass er aus Angst vor einem möglichen Diebstahl einen großen Teil des Geldes in den Wäldern, ja, also vergraben hat. Da soll man auch nur rumlaufen. Okay, dann steht hier das mit dem Posten und so weiter. Personal ist auch klar, wir können mehr Personal einstellen, dann müssen wir aber dementsprechend auch verdienen. Da würde jetzt vielleicht nicht gleich am ersten Tag. Gebäude, Polizeiauto. Was haben wir davon, wenn wir Gebäude verbessern? Schmuggelware lagern. Okay. Ich glaube, wir sollten langsam ins Bett gehen, oder? Das machen wir jetzt auch. Gute Lieben, also, ich denke, der erste Überblick ist geschafft. Drei gefährliche Fahrzeuge. Ja gut, haben wir ja immer noch gehabt. Vielen Dank fürs Zuschauen, sagte die Jenny jetzt hier. Beim nächsten Mal starten wir hier wieder durch und machen an Tag 3 weiter. Wird mega spannend. Im Moment macht es mir Spaß. Werden wir schauen. Schießerei wäre noch ganz cool. Und dann werden wir vielleicht einmal so einen Außenauftrag erledigen. Und wir werden mal schauen, für was wir unser Geld ausgeben können. Vielen Dank fürs Zuschauen, sagte die Jenny. Schaut es bei der nächsten Ausgabe wieder rein. Contraband Police. Brauche mir nicht schickerweise, er lädt ihn um am Anfang. Contraband Police. Nächster Teil. Danke fürs Zuschauen, sagte die Jenny. Ich finde es total cool. Mir macht es echt Spaß und wir versuchen eben im Frank-Miller-Stil weiterzumachen. Der Frankie an der Grenze. Es kann ja was werden. Habt's gesund, bis zum nächsten Mal. Servus, pfiat euch.